Ey, 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 Kiddies, was geht ab? Ich bin hier eine Woche später als geplant. Ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, was für Begründungen das hatte. Aber glaubt mir, auch die ganzen kleinen Nervensägen im Discord. Es wird einen Grund haben, wenn ich mich auch dazu nicht melde. Aber hey, man kann ja noch dreimal hinterher schreiben und so, auch wenn man seinen Gegner zum Beispiel nicht eingereicht hat oder man gar nicht mehr im Turnier ist oder was auch immer. Ja, denn ich renne anscheinend gerne Leuten hinterher, die ich fünfmal fragen muss oder so. Aber ich will auch gar nicht meckern. Aber genug davon. Wir kommen zu den Loser Bracket-Bewertungen. Seid ihr gehypt? Ich bin gehypt. Auf geht's. Da war ich wohl mal wieder Kippen holen. Was geht ab, ihr Nasen? Ja, hatte ein bisschen noch mit Audioproblemen zu kämpfen. Hört mich jetzt auch über mein Headset-Mikrofon, aber ich glaube, das sollte qualitativ zwar ein Verlust sein, aber auch kein zu großer Verlust. Von daher, ja, je, je, was geht ab, meine Freunde des Battle Raps? Und ja, ich dachte mir, nicht von sich hören lassen für ein paar Tage und dann auf einmal das Video droppen. Das können nicht nur die Teilnehmer, das kann auch ich. Deswegen, hallo, was geht ab? Genau, bevor wir jetzt zu den Analysen kommen, widme ich mich einmal gleich den Leuten, wo nur einer eingereicht hat, beziehungsweise es gibt auch noch eine weitere Sache zu verkünden im Teilnehmerfeld. Davor muss ich nochmal sagen, ich lasse euch nochmal ein paar Updates zukommen bezüglich des Lower Brackets, weil das mit dem großen Zeitunterschieden zwischen Upper und Lower Bracket, das wird sich weiterhin nicht verhindern lassen. Und ich bin gerade überlegen, ob es sinnvoller ist, einfach direkt quasi ein neues Turnier draus zu machen. Ist das ein eigenes Turnier draus zu machen, wie so ein Mini-MRB. Aber da, wie gesagt, da komme ich nochmal auf euch zu, wie da jetzt der Stand der sogenannten Dinge ist. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zur Runde 3 im Lower Bracket. Was geht ab? Zuerst kommen wir natürlich erstmal zu den Battles, wo immer jeweils eine Person nicht eingereicht hat. Und das, da machen wir den Anfang direkt mal mit dem guten BattleRapper 07, der gegen niemand geringeren als unseren guten Axel Springer gebattelt hat. Der Axel Springer Verlag war auch ein bisschen busier, weshalb der keine Runde eingereicht hat. Lustige, rockige Runde von unserem guten BattleRapper 07, der auf Hafer verzichtet hat und jetzt auch gerade in der Massephase mal sich Magnum-Eisreis reindrückt. Wilde Runde, würde ich sagen. Hat auch irgendwie durchblicken lassen, dass auch er gerade irgendwie Mikrofon-Troubles hat und so. Aber ja, GG zum Sieg dieser Runde. Ich mag die rockige Atmosphäre, wobei ich nicht weiß, wie das in einem Battle mit tatsächlichen Gegner funktioniert hätte. Aber ja, nee, doch, er kann das wohl rocken. Nicht ganz so cool wie seine Hype-Pop-Runde, aber doch eine gute Runde, würde ich sagen. Was hast du von Identität? Du hast nicht mal einen eigenen Namen gewählt. Was hast du von Identität mit deinem Standbild und deiner Max Mustermann-Stimme? Dann kommen wir zum Battle 13 Bad Savage gegen die Kindsprite Family. Kindsprite Family auch leider zeitlich verhindert gewesen, konnte keine Runde machen, hat mich das auch relativ früh wissen lassen. Von daher, Shoutout geht raus an die Jungs. Schöne Runde von 13 Bad Savage, auch hier sieht man ein bisschen kurze Produktionszeit. Aber das gute alte 13 Bad Savage Albumcover ist wieder zurück, das ist cool. Das ist auf jeden Fall ein Träumchen immer gewesen. Und ja, coole Runde, wäre auch so ein spannendes Battle geworden, wenn die Kindsprite Family eingereicht hätte, aber 13 Bad Savage damit immer noch 13 und in der nächsten Runde. Nice. Ich hab keinen Plan, wenn meine Gegner sind, hörte nur die sprechen Schweizerdeutsch und das geht denn nicht. Ich hab nicht mal recherchiert, ich geb ein Fick auf euch, hörte nur ihr Pisser, ja ihr sprecht ja nicht mal Deutsch. Auch niemand, nur einen Teilnehmer, der eingereicht hat, gab es in dem Battle zwischen Mimik und Jürgen Würgen. Sehr schade, Jürgen Würgen, sehr coole Runden gemacht im Turnier, sehr überraschend Bedro rausgehauen, dann von Lo-Fi rausgeworfen worden. Jetzt Mimik auch mit einer sehr coolen Runde. Mische lässt etwas zu wünschen übrig, aber es war auch, auch hier eine sehr kurz entstandene Produktion, soweit ich weiß. Von daher sind wir mal nicht so. Und genau, so viel dazu.
Willst du den Jürgen würgen? Doch verlegt das Geld von Jürgen würgen. Würge, wirkte Jürgen etwas bedrückt, etwas verrückt. Ich stehe auf kinkigen Shit. Besser blickt das Geld von Jürgen würgen, etwas beglückt. Willst du den Jürgen würgen? Doch verlegt das Geld von Jürgen würgen. Würge, wirkte Jürgen würgen. Plötzlich etwas bedrückt, etwas verrückt. Gigi an alle. Außerdem haben Danny Torpedo und 500 mir geschrieben, dass es im weiteren Turnierverlauf wahrscheinlich von ihnen auch zu einem Ausstieg kommen würde, zeitbedingt. Von daher sie jetzt lieber dann mit Stil gehen und Nickname diesen Sieg überlassen. Es wäre ein sehr knappes Battle geworden. Ich hätte persönlich, weiß ich gar nicht, zu wem ich tendiert hätte. Ich weiß nicht, es wäre aber sehr knapp für Nickname geworden, auch wenn der sehr schön Stil in seiner Runde gebracht hat. Von daher Gigi an Nickname, willkommen in der nächsten Runde. Danny und Huni, ich hoffe, man sieht euch mal wieder. Und ich meine auch eventuelle Kandidaten für ein MTC allgemein. Ich bin sehr offen für die ganzen, ich weiß nicht, in den Kommentaren klingt das immer so negativ, bei mehreren der Teilnehmer, auch ja Kid kriegt ja sehr viele Kommentare in die Richtung, dass es AI-Rap ist, aber ganz ehrlich, für die meisten AI-Raps musst du ja legit einrappen und dann halt packst du ein Voice-Filter darüber. Es ist ja nicht so, dass das ganze Ding für dich erledigt wird von der AI. Von daher sehe ich das jetzt auch nicht als großes Problem. Ja, ich meine, es ist genauso wie Leute, die Pitch-Rappen. Da hat sich ja auch, klar, da gab es auch Kommentare, dass es scheiße klingt, aber es war, ja, ich weiß nicht, ich finde die Thematik einfach weird, I guess. Ja. GG an alle genannten und wir machen uns jetzt auf zu den richtigen Battles. Nickname, lass es, das hat's auf keinen Sinn, damit sie alle folgen. Transform und Mimics auch gegen dich, ja. Leider nur dich, du dummer Spaß. Aber ein guter Wagen braucht ein fünftes Rad. Ihr zwei im Team, seid im Team, für euch großer Spaß. Ihr kleinen Gs, beide fliegt und raus, oh, das war's. Und da starten wir mit dem Battle Jonesy gegen Akuma. Zwei sehr schöne Runden, wie ich finde. Auch bei beiden eine sehr schöne Steigerung zu sehen. Also allgemein steigerungsmäßig sehr stark dabei. Jonesy, der ja am Anfang so ein bisschen dieses Gimmick abbekommen hat, von wegen, er ist ein Musiker und kein Battle-Rapper, der sich hier aber wirklich immer mehr coole Wege sieht oder findet, wie er ja, Punches halt in seine Runde reinbringt. Neben dem sehr guten Flow schon und der Musikalität wird er auch immer mehr zu einem guten Punchliner. Und Akuma hat hier auch eine gute Steigerung gemacht, hat er so ein bisschen, also er ist ja einer der Homies von Headpin und hat da auch den Stil von Headpin sehr drin und man merkt auch, dass Headpin ihn viel unterstützt. Ja, aber lasst mich am besten zur Bewertung kommen, damit ich das hier noch rauskriege mit dieser Woche, die wir im Verzug sind. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich habe Jonesy in Punchlines 7 Punkte gegeben im Vergleich zu Akumas 4. Ich finde, Akuma hat sehr viele gute Ideen drin, hat aber auch sehr viel kranke Generics drin. Er hat so ein bisschen die Angriffsfläche aufgegriffen von M85. Ich weiß nicht, ob das eine Direction ist, in die man gehen will. Aber M85 hat immerhin entertained, was Akuma hier auch tut. Er hat so ein bisschen diese Hunde und Nudel und Haare Lines aufgegriffen, hat aber eigentlich basically nur das gleiche gesagt wie M85 auch schon, nichts Neues hinzugefügt, außerhalb, wie gesagt, ich meinte so ein paar Generics wie dieses Stammbaum gleich der Ringnorm. Dann hat er so ein bisschen auch Technik gemacht, aber auch eher so. Ich finde es gut, im Vergleich zu Quali hat er sich sehr gut gesteigert. War Punchline-technisch nicht seine beste Runde. Da fand ich zum Beispiel seine Runde gegen Psydo schon um einiges stärker. Aber vielleicht gibt es über einen Psydo, der seit 80 Jahren so Sachen macht, einfach mehr zu sagen als über einen Jonesy. Jonesy Seite hingegen fand ich, hat er sehr neue Ansätze gebracht, hat auch cool Sachen aus denen gemacht, die man im Turnier gesehen hat. So Akuma ist gegen Lucifer weitergekommen, weil er nicht eingereicht hat. Ich fand, eine absolute Killer-Line ist, mach doch eine Rückrunde, ich will sehen, wie du auf dem Beat hier verkackst. Das finde ich, das ist eine Line, die man in einem Battle als ein Jonesy gegen den Akuma sehr gut bringen kann. Und allgemein finde ich ihn einfach, hat er sehr gut abgeliefert hier und da muss ich Jonesy an der Stelle auch nochmal Props geben, dass er in Sachen Punchlines langsam auch echt da drauf liegt. Also, ja, nehmt euch langsam an Acht, Lower Bracket. Wir haben allgemein im Lower Bracket sehr starke Paarung, auch Leute, die diese Runde rausfliegen, wie ein Akuma, wie wer auch immer in Zuckersüß gegen Legas rausfliegt, wer auch immer Gabe Maestro gegen Headpin rausfliegt. Das sind einfach krank starke Paarungen, wo es sehr schade ist hier in diesem Lower Bracket, dass wir uns von einer Person verabschieden müssen. Aber soweit sind wir noch gar nicht. Wir verabschieden uns hier noch niemanden. Das ist eine Kategorie. Und wir kommen zum Flow. Ja, im Flow muss ich, glaube ich, keine großen
Begründungen rausholen. Ich glaube, jeder, der beide Runden einmal gehört hat, wird mir zustimmen, dass ich dem guten Jonesy hier 9 Flow-Punkte gebe. Es ist wieder für mich nicht 10-würdig, aber es ist eine 9. Es ist sehr geil geflowt, auch ein sehr cooler Beat. Einfach musikalischer Dude, wie wir auch immer gesagt haben, oder ich auch immer gesagt habe. Und einfach sehr wenig, was es da auszusetzen gibt in Sachen Flow. Akuma hat einen sehr, ich weiß nicht, wie ich den Beat beschreiben soll, er ist irgendwie sehr lame. Also er ist halt einfach, die Drums sind sehr slow gesetzt, sehr easy gesetzt. Es wird auch so im 80-90 BPM-Bereich sein. Und Akuma redet das da sehr, nimmt sich eine Scheibe von seinem ehemaligen Gegner Psydo und redet sehr viel auf diesem Beat. Wobei Psydo, muss ich auch sagen, der das diese Runde wieder viel besser gemacht als in der Runde gegen Dadim Batsevic. Aber ja, was ich sagen will, ist, dass es flowtechnisch nicht so geil rüberkommt. Es kommt da wirklich eher so vor, als würde er ein Gedicht vorlesen und im Hintergrund läuft halt zufällig Musik. Deswegen gebe ich ihm hier 3 Punkte. Und ja, wir gehen weiter zur Technik. Bei der Technik ist es bei beiden jetzt keine Neuerfindung des Rades, würde ich sagen. Ich habe Jonesy 2 Punkte gegeben, einfach weil es... Er hat Reime, er hat Technik, er hat Reime, Schemata benutzt. Er nutzt den Platz in der Zeile, den er hat, sehr gut, aber auch manchmal ein bisschen zu weit und manchmal ein bisschen zu kurz und manchmal klingt es einfach nicht so geil. Ich könnte euch jetzt hier vorrappen, wie meine Idee von dem Ganzen ist, aber das ist ein Ding für andere Turnierleiter. Ne, ihr wisst. Und Akuma gebe ich hier 3. Es ist auch nichts Wildes. Ich habe mich aber hier auch im Nachhinein entschieden. Ich hatte es erst als 2-2 gegeben, dachte mir aber, Akuma hat technisch gesehen schon coole Idee. Er versucht ein bisschen auf Reime zu schreiben, seine Reime cool zu setzen, wie auch direkt im Einstieg. Hat aber auch so ein paar sehr große Ausfälle drin, aber ich dachte mir, ich gebe ihm hier den einen Punkt mehr in Technik als bei Jonesy, weil muss man sich auch... ich weiß nicht, ich fand es im Endeffekt einfach sinnvoller, ihm hier die 3 Punkte zu geben. Einfach so die kleinen Zipfelchen. Dadurch, dass man merkt, er hat auf Technik geschrieben, hat versucht, seinen Science Base gut zu nutzen und so. Und ja, wir kommen zum Video. John ist ein cooles Video. Wieder mit seinem Regenschirm dabei, vor einer Feuerwache oder sowas. Gebe ich ihm 3 Punkte für. Akuma, auch sehr cooles Video. Auch so diese Sommer-Vibes. Ich hätte es auch erst hier wieder als 3-3. Aber wird es hier dann tatsächlich, wenn ich jetzt beinahe mal gesehen habe, ich finde so vom Location-wise her, auch wenn Jonesy sehr coole Sachen drin hat, ein Ticken cooler bei Akuma. Wobei ich Jonesys Video immer unfassbar stylisch finde, ich gebe es hier Akuma auch so eher aus so Aufwandsgründen nochmal mehr. Und zwar hier also als 4-3. Ne? Ich glaube, das sollte rübergekommen sein. Kommen wir zum Entertainment. Ich habe Jonesy beim Entertainment 4 Punkte gegeben und Akuma 2 Punkte. Ja, ich finde einfach, es ist eine sehr entertainende Runde, es macht sehr viel Spaß, sich die Runde zu hören. Ich hatte 1-2 Stellen, wo ich wirklich giggeln musste und mir dachte, ey, das ist schon eine lustige Line. Good job, lieber Jonas. Und gebe dem guten Akuma hier 2 Punkte bei Entertainment, weil er auch so zwei, einfach, es hat mir Spaß gemacht, das zu gucken. Ich fand es cool, er hat das lustig rübergebracht, freigesprochen, viele Bilder benutzt. Aber kam entertainmentmäßig für mich nicht an Jonesy ran und waren 1-2 Stellen, auch dass ich so kurz war, so, aua, warum hast du das so gemacht und so. Ja, wir kommen zu den Bonuspunkten. Ich gebe dem guten Jonesy 4 Bonuspunkte für seine Hook, für den Style, für allgemein, wie er das performt hat und einen extra Punkt allein schon für die Line mit dem. Macht auch eine Rückrunde. Ich will sehen, wie du auf dem Beat hier verkackst. Einfach Banger-Line, Highlight rein in der Runde. Akuma gebe ich 3 Bonuspunkte. Cooles Video, er kommt wieder sehr cool rüber und die Steigerung ist auch sehr cool. Wobei ich finde, er hat, wie gesagt, Punchline-mäßig einen kleinen Rückschritt gemacht, dafür einen kleinen Fortschritt in der Technik. Es ist so, man muss das irgendwann in Balance kriegen und das ist ein sehr schwieriger Akt, gerade wenn man halt vielleicht noch nicht so lange das Rap-mäßig macht. Womit wir insgesamt bei einem 29-19, wenn ich mich nicht verrechnet habe, für Jonesy sind. Ihr werdet das richtige Ergebnis aber so oder so hier im Video sehen und nicht das, was ich sage. Hört lieber auf das, was da steht, nicht auf den Spaß, die der hier redet. GG an Jonesy, willkommen in der nächsten Runde. Akuma, es tut mir sehr leid, dich hier verabschieden zu müssen. Ich hoffe, man sieht dich wieder, wenn es ein MTC gibt. Und bis dahin hast du noch einige Zeit, dich zu steigern. Ich hoffe, dass vielleicht auch im Team mit Headpin, wer weiß, wie dem auch sei. Danke für deine Runden. Wenn du ein Bonus-Battle machen willst, sag Bescheid. Und ja, wir gehen weiter zu Team Zuckersüß gegen Legas. Ein Battle, wo ich schon bei der Paarung sehr traurig war, dass einer von diesen beiden halt einfach rausfliegt. Das ist halt so sad. Warum? Beide sollten weiter am Turnier kommen.
Aber wir kommen erstmal zu der Runde von Zuckersüß. Die haben wieder einen richtigen Banger. Candy steigt wieder ein mit einem mit coolen Bars, tatsächlich sehr coolen Punchlines auch. Und dann kommt nicht Rosi, sondern Rosi wird diese Runde, weil sie zu nett gewesen wäre, vom guten Binold Leach vertreten, wie Bedro uns ja oftmals aufgeklärt hat. Und Binold hat auch wirklich, er hat ein paar Bars gedroppt, sag ich dir, wie es ist. Also er hat auch ein paar Filler gedroppt, aber hat auch kranke Bars gedroppt, auf jeden Fall. Die Pro-Ripper-Line und diese scheiß Pro-Ripper-Autogrammkarte, die haben mich wirklich so weggeschmissen in diesem Video. Legas hat ein sehr cooles Video. Indem er spielt, verschiedene Spiele spielt und nebenbei ein bisschen rappt. Aber ich gehe jetzt ein bisschen ins Detail. Und zwar zu den Punchlines. Ich habe Team Zuckersüß in Sachen Punchlines 7 Punkte gegeben. Sie sind überdurchschnittlich unterwegs, haben aber auch halt einen Legas als Gegner, der in Punchlines sehr überdurchschnittlich unterwegs ist. Habe gute Lines gedroppt. Ich habe so ein paar Highlight-Lines, die Candy gedroppt hat. Fand ich sehr cool. Auch diese Line mit dem, aber mit den Haaren, die machen das schon für mich. Und dann kam halt Binold 3 mit diesen Pro-Ripper-Lines und was war das noch? Diese Haare sind Zustand und was mit seinem Vater und ich weiß es nicht. Es war einfach sehr lustig. Ich habe die Runde, auch wenn ich die Runde jetzt ein paar Tage nicht hören würde, ich habe sie jetzt ja zum Schreiben gehört, hätte ich sie immer noch sehr positiv im Kopf, glaube ich. Deswegen, ja, sehr coole Runde auf jeden Fall von den beiden. Legas auf der anderen Seite hat sehr viele Punchlines gedroppt, also fand ich sehr viele coole Lines auch. Eigentlich war alles durchgehend sehr cool, sehr stark mit dem gegen Rosi, so ey, im Wrestling-Match gewinnst du, aber das hier ist mein Battle, das hier ist mein Ring, hier verlierst du gegen mich. Fand ich sehr, sehr stark, das so zu bringen. Dann auch die ganzen Lines mit über die vorherigen Gegner gegen Danny und 500, wo die wieder die Lines von denen rezitiert hat und das alles sehr durch den Kakao gezogen hat, habe ich dafür auf jeden Fall entschieden, Legas hier 9 Punkte zu geben in Punchlines. Wir kommen zum Flow. Ah, was ich noch vergessen habe, übrigens hat Legas auch ein Feature von Rantes Garderobe, der sich auch offenbart mit seinen Pokémon-Karten und ein paar Bars rappt. Du Schlingel. So ein bisschen, also er klang ein bisschen unzufrieden darüber, dass er seiner Meinung nach gegen Entertainment-Punkte geflogen ist. Wobei man auch sagen muss, dass da sehr viele Mitleidspunkte dabei waren. Und Zuckersüß für mich schon, dass die eindeutig stärkere Runde waren. Und Tieten ist eine super Line. Aber egal, wir kommen zum Flow. Ich mache es tatsächlich hier kurz und schmerzlos. Ich habe im Flow einen 7-7 Unentschieden gegeben, weil ich fand, auf diesem Beat haben sowohl Candy als auch Binold sehr gut gerappt. Sehr stark, war sehr gut dabei. Aber halt auch jetzt nicht überdurchschnittlich. Sie haben einfach diesen Beat, der allein schon sehr viel Rhythm mitbringt, sehr viel Bounce hat. Gut genutzt, ballert unironisch die Runde, um da Kommentare zu zitieren. Und ja, cool. Legas fand ich, also er hat auch, der Beat ist auch sehr, ich glaube, der Beat hat auch mal einiges ein bisschen runtergezogen, weil es in sich ein cooler Beat ist, aber darauf kannst du flowtechnisch halt nicht so viel zeigen. Also du, Legas hat auch mehr versucht, diese Punchlines halt rüberzubringen und es ist für Legas eine Below-Average-Runde vom Flow, finde ich, aber sie ist punchline-technisch dafür sehr stark, um es auszugleichen. Aber auch halt nicht so schwach, dass ich sagen würde, ey, er war hier viel schwächer als Team Zuckersüß, deswegen habe ich es hier als 7-7 gegeben. Technik habe ich, ich mache es ja auch hier kurz, ein 3-4 für Legas gegeben. Ich fand, dass Zuckersüß tatsächlich im Vergleich zu sonst sehr gut technisch dran war, sehr gute Rhymes auch gebracht hat, vor allem halt auch sehr gut in die Zeilen das gearbeitet haben alles, aber Legas da auf jeden Fall wieder einen Schritt drüber war mit Rhyme, mit Punches, das alles gut zusammengebracht hat und ein richtig gutes Gesamtpaket geschmiedet hat in den Schmiedefeuern von Legas alter Couch und deswegen 3-4. Video, ich gebe hier ein 4-4, ich habe mich echt schwer damit getan, tatsächlich, wie ich dieses Video bewerten soll, weil Candys Video ist für mich 3 Punkte wert. Es ist ein kleines Video in einem Video, wie er in seinem Zimmer steht und mit seinem Schnurri rappt. Deswegen, ja, ich weiß nicht, das wäre so ein 3er-Video gewesen. Rosi/Binolds Video wäre für mich fast eine 5 gewesen. Die war halt einfach irgendwo in Japan und hat da auf den Streets gedreht und es hat super coole Atmos. Sieht so aus, hätten super viel Spaß gemacht. Das ist, was ich mal bei M580 gesagt habe. So, es sieht schon so aus, hätten die Spaß gehabt und dadurch wirkt das Video nochmal ein bisschen cooler. Und habe es dann als Average ihnen 4 Punkte gegeben. Und Legas finde ich aber die Idee super cool. Er hat dann Billard gespielt, er hat dann Magic gespielt, er hat Schach gespielt. Und auch dieser Reveal mit, er hat dann Magic und Schach mit der Garderobe gespielt, die man die ganze Zeit davor nicht gesehen hat. Das war auch eine super coole Idee. Und es war einfach auch ein cooles Video. Ja, cool gemacht, coole Idee. 4-4.
Entertainment habe ich ein 5:5 gegeben. Ich würde lügen, wenn ich sage, Zuckersüß hätte mich nicht zu Tode entertained mit ihrer Runde. Ich habe teilweise wirklich Tränen gelacht, aber ich muss halt immer Tränen lachen, wenn ich diese Witzfigur Pro Ripper sehe. Von daher, aber na gut. Ist jetzt kein Thema für das hier. Legas habe ich auch sehr gut entertained. Ich muss bei Legas auch sehr viel lachen. Das sind beides so gute Runden. Es ist so traurig, dass einer hier gehen muss. Deswegen sind mich beide so krank entertained. Wir gehen weiter zum Bonus. Ich habe Zuckersüß hier 4 Bonuspunkte gegeben. Schöne Bedrohung, wunderschöne Bedrohung. Danke an Binold, dass er Rosi daran zurückgehalten hat, zu nett zu sein. Sehr schöner Part, sehr coole Steigerung. Also allgemein, weil es ja immer so ein bisschen eher das Meme war mit Team Zuckersüß, mit High Pitch, Nightcore, Rosi. Und es einfach gezeigt haben, ey, das ist eine sehr starke Runde tatsächlich einfach, mit der man auch mal fast einen Legas gekickt hat. Legas kriegt von mir 3 Bonuspunkte. Schöner Gastpart von der Garderobe. Nicht ganz so schön wie der von Pedro, aber trotzdem schön. Cooles Video. Er hat mich sehr entertained. Ich fand das Gesamtpaket super geil und es ist einfach eine sehr starke Legas-Runde. Holt wir insgesamt bei einem 30:32 für Legas sind. Also Props an Zuckersüß. Hier haben wir fast einen Legas rausgeworfen. Der hat wirklich einer der Lower Bracket Favoriten ist, würde ich sagen. So von außen herein. Deswegen Hut ab. Es tut mir sehr leid, dass wir das von Team Zuckersüß verabschieden müssen. Ich hoffe wirklich, dass man ein oder beide wieder in einem eventuellen MTC sehen wird. Deswegen, es tut mir sehr, sehr leid, aber ich freue mich, euch in Bälde vielleicht wiederzusehen. GG an beide. Wir kommen zum guten Maestro gegen den nicht weniger guten Headpin. Es ist ein Battle zwischen einem Glatzkopf und einem lustigen Mann. Ich versuche gar nicht meine Notes wiederzufinden, weil ich gerade for whatever reason hier nicht scrollen darf. Was ist denn hier los? Ich weiß, ich mache das jetzt auch live im Video. Das ist hier eh so alles so wie Last Minute. Deswegen Analysen. Da. Perfekt, meine Freunde. So, da sind sie auch. Gut, wir legen auch direkt los, würde ich sagen. Maestro hat eine sehr wilde Runde gemacht, wie ich finde. Also vom Soundbild sehr wild. Er hat einen sehr crazy Beat gepickt. Also alles so Laser-Vibes, so Rave-Vibes irgendwie, aber ist trotzdem eine sehr coole. Also der Beat ist sehr cool, kann man gar nichts zu sagen. Sehr cool genutzt auch. Headpin hat hier eine sehr kranke Kopfnicker-Runde gemacht. Auch eine sehr starke Runde, wie ich finde. Ja, bei Maestro auch nicht weniger stark unterwegs. Und es ist allgemein ein cooles Battle, muss ich sagen. Also auch, man hat von beiden Seiten nicht so gewusst, was kommt da jetzt, was kommt da nicht. Und deswegen gehen wir jetzt in die Bewertung. Genug geteased hier. Wir kommen zu den Punches. Ich habe in den Punches Maestro 7 Punkte gegeben. Er hat coole Lines dabei gehabt, hat aber für meinen Geschmack für eine es ist halt dieses Maestro-Syndrom wieder. Also nicht nur, dass er ein Kahlkopf ist, sondern dass er sehr viele Name-Dropping-Filler-Lines drin hat, die halt sehr cool klingen, aber in einem Battle halt wirklich Filler sind und nicht zu übermäßig benutzt werden sollten. Er hat auch sehr coole Lines gegen Headpin drin, will ich gar nicht sagen. Aber er hat für meinen Geschmack zu wenig drin. Es sind immer noch 7 Punkte. Es ist hier, Maestro gegen Headpin war Punchline-mäßig ein unerwartet starkes Battle. Aber ich gebe Headpin hier 8 Punkte, ein Punchline-Punkt mehr, weil ich fand, Headpin hat sehr viel aus der Angriffsfläche von Maestro gemacht. Man muss dazu auch sagen, über Maestro findet man wahrscheinlich auch einfacher Sachen als über einen Headpin. Wobei Maestro auch ein bisschen Detektivarbeit geleistet hat, ihn mit dem HDMI/HMDI gebattelt hat. Gebieft, wow. Aber Headpin hat da sehr viele coole Sachen draus gemacht. Sehr starke Runde von Headpin. Die Glatzenlines sind sehr cool. Ginger, die Hook fand ich auch lustig. Und ja. Wir kommen zum Flow. Flow-mäßig bin ich ein bisschen überrascht von dem Battle. Ich hätte eigentlich im Vornherein gedacht, das geht dicke an Maestro. Maestro hat in der Hook richtig krass abgeliefert. In der Hook klingt klingt er auf dem Beat so stark und gut. Aber in den Parts, in der Flow-mäßig, es klingt so oft einfach falsch. Es klingt so oft irgendwie, es klingt einfach nicht flowmäßig in den Parts, muss ich sagen. Ich habe auch ein bisschen Rücksprache gehalten mit anderen Leuten, ob das jetzt nur ich so sehe, ob mich das irgendwie rauswirft oder so, aber wir sind eigentlich gesammelt zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich flowlich einfach sehr holprig ist in den Parts. Die Hook kann ich gar nicht so sagen. Hook ist ein absoluter Banger, absolute Top 10 Hook in diesem Turnier bisher, aber flowmäßig in den Parts funktioniert es für mich einfach nicht. Und Headpin gebe ich hier auch 6 Flow-Punkte. Der hat wieder sehr stabil auf seinem Kopfnicker-Beat geflowt. Hat auch hier und da ein paar Aussetzer, hier und da ein paar Highlights. Aber nicht, dass ich sagen würde, ich setze ihn über Maestro. Deswegen gebe ich hier ein 6:6.
Technik. Hier habe ich ein 3:3 gegeben. Es ist bei beiden wieder keine Neuerfindung des Rades. Es ist bei beiden kleine Ausfälle, große Stärken. Science Base gut genutzt, auch wenn bei Maestro hier und da etwas holprig, meiner Meinung nach. Vielleicht war es auch einfach, musste Happen, sag ich schon, Maestro seine Runde sehr schnell machen. Ich weiß es wirklich nicht. Es war für mich, im Vergleich zu einer Maestro-Runde, hätte ich gedacht, kommt hier was Dickeres. Und ja, wir kommen zum Video. Ich habe Maestro hier 3 Punkte gegeben. Es ist ein sehr cooles Video. Er steht halt in seinem dunklen Raum oder draußen. Ich weiß gar nicht, was das ist, weil am Anfang liegt er irgendwie auf so einem Stein. Vielleicht hat er einen Stein in seiner Wohnung. Aber ja, er ist halt vor der Kamera und rappt in so ein paar verschiedenen Einstellungen. Happin hat sich coole, also er ist im Wald gegangen, hat so ein paar coole Locations hier und da, hat das cool performt, cool auch Mimik und Gestik genutzt, wie ich finde. Also ich finde das immer sehr cool, wenn das Leute sehr gut nutzen. Und ich fand Happens Video stark, Ticken stärker, gebe ihm hier 4 Punkte und wir kommen zum Entertainment. Ich gebe Maestro, ich mache es ja auch kurz, ich gebe ein 3:4 an Headpin, so rum, ich gebe Maestro 3, Headpin 4. Und ich fand, wie gesagt, die Hook von Maestro fand ich absolut bangermäßig, fand ich richtig stark. Die Parts haben mich an einigen Stellen entertained, aber an anderen Stellen war ich auch einfach so jetzt fick doch mal Maestro, jetzt fick doch mal rein. Und Headpin hat einfach wirklich so ein paar, einfach nur Jokes, Flachwitze und coole Lines dabei gehabt, dass ich einfach, da ist mir mehr hängen geblieben von der Runde und ich habe ein besseres Gesamtbild im Kopf von der Runde danach und es hat mich einfach mehr entertained bei Headpin, weshalb ich hier 1 Punkt mehr gegeben habe. Wir kommen zum Bonus, 4:4 habe ich hier gegeben. Ich fand Maestros Hook, wie gesagt, unfassbar stark. Ich mag den Beat sogar super gerne. Ich mag den Style von Maestro super gerne und ich mag eigentlich Maestro super gerne, aber ich fand einfach, dass das weniger starke Maestro-Runde war als sonst, was ich ein bisschen schade finde. Happen habe ich hier 4 Punkte gegeben, auch für die Hook fand ich super. Ich habe super viel gelacht in der Runde. Ich fand einfach den Style von Happen cool in der Runde und es ist einfach wieder eine schöne Steigerung Richtung alter Happen, wie wir ihn kennen und lieben, den kleinen goldigen Fratz. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wir sind hier insgesamt bei einem 26:29 für den guten Headpin. Was heißt, wir verabschieden uns hier von Maestro, was ich unfassbar krass finde. Maestro war nach den Qualis für mich einer der, wo ich dachte, der bringt es ganz weit im Upper Bracket. Hat auch coole Runden gebracht und diese Runde war, ich weiß nicht, was da los war. Für mich war sie einfach viel schwächer als der Rest. Maestro, ich hoffe, man sieht dich hier auch wieder in einem weiteren Turnier. Sag mir auch gerne Bescheid, wenn du ein Bonus-Battle machen willst. Ich bin ein sehr großer Fan von Maestro-Runden. Und ja. Dann kommen wir zum letzten Battle. Rante und Betro gegen Linguini und Granato. Ja, die beiden Zusammenschlüsse. Und Digga, wie gut funktionieren dann bitte Betro und Rante zusammen? Linguini und Granato, auch absoluter Banger, by the way. Aber ich muss ganz kurz festhalten, wie gut die beiden zusammenpassen. Also das, was die beiden, die gleichen sich aus mit ihren Schwächen und Stärken. Das finde ich sehr cool. Wir starten auch direkt mit den Punches und ich muss Rante und Betro hier wirklich 10 von 10 Punchline-Punkte geben. Sie haben so coole Lines gehabt, alles hat irgendwie gegriffen. Von Rante, dieses Italiener hassen mich, denn ich zerbreche die Nudeln. Wir schließen uns zusammen, das Tag Team des Jahres, ihr schließt euch zusammen. Na, da hat Betro auch nochmal ganz cool Design dazu gemacht mit dem, ihr seid dann halt zweimal scheiße. fand ich unfassbar lustig. Linguini Granato habe ich hier 6 Punchline-Punkte gegeben, sie haben auch cool Leute aufgegriffen von Headpins Runde, dieses Rante. Einfach ist lustig, den damit durch Kakao zu ziehen, ich bin ganz ehrlich. Dann Betro ist so mini und einfach diese ganzen Flachwitze auch mit dem, ey, Betros Hände sind so klein, aber Rantes Pimmel, der passt halt immer noch rein, sowas willst du machen. Einfach unfassbar lustig. Oder auch das wir servieren Penis, was sehr schön formuliert, finde ich, von Linguini. Einfach eine sehr coole Runde von den beiden. Allgemein absoluter, also der Beat ist auch unfassbar geil, finde ich. Also da haben die auch einen geilen Banger drauf gemacht. Wir kommen zum Flow. Da gebe ich Rante und Betro 9 Punkte. Sehr schön, sehr musikalisch, sehr gut geflowt, sehr, aber auch nicht so. Dieses i-Tüpfelchen fehlt mir wieder. Bei Flow tue ich mich schwerer, 10 Punkte zu geben, als bei Punchlines, muss ich sagen. Bei Flow, ich weiß nicht, bei Flow habe ich schon mal 10 Flow-Punkte gegeben? Ich finde es einfach super schwierig, 10 Flow-Punkte zu geben. Aber vielleicht schafft es noch einer von euch im Turnier. Linguini Granato gebe ich 6. Sie sind sehr stabil unterwegs. Aber auch dieser Beat, der nickt halt schon sofort. Du musst halt nur so mitmachen. Und da würde ich sagen, ist das, was Rante und Betro gemacht haben, schon mal einige Stufen drüber. 9:6. Brr. Technik. Ich gebe Rante und Betro hier 4 Punkte. Rante allgemein technisch eigentlich sehr gut unterwegs. Betro technisch eigentlich, wenn man von Reimsilben absieht, was den Rest der Rap-Technik angeht, sehr gut unterwegs. Linguini Granato gebe ich hier 2 Punkte. Das war sehr durchschnittlich. Also wirklich der Durchschnitt.
hat Bedo wieder drüber. Im Video muss ich es 5:1 geben, nicht nur, weil Linguin Granato, klar, es ist ein Video, sie haben ein cooles Video gemacht, gegen jemanden, der ein unaufwendigeres Video hat, vielleicht auch 2 Punkte wert, aber Rante und Bedo haben ja einfach ein richtig, richtig geiles Video gemacht. Rante ist wieder draußen mit seiner coole Locations, Raptor, Indycam mit seinem Bandana und seinen freshen Pullis und Bedo sitzt vor seiner Balkontür und rührt Nudeln. Bedro, man muss die Nudeln aus der Packung nehmen, bevor man sie kocht. Aber du hast auch kein Wasser drin und deine Schenkel sind auch kein Herd. Von daher sind wir da mal nicht so. Komm lieber aus dem Geschirrspüler raus, du Knilch. Und 2 Bonus habe ich. Ah, nee, Entertainment, sorry. Wir haben Entertainment vergessen. Ha, da ist 5:4 an Rante und Bedo gegeben. Ich muss dazu nicht viel sagen. Rante und Bedo ist runter Entertainment durchgehen. Die Hook ist ein absoluter Banger. Also wirklich Banger, 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 Banger. Linguine Granato, 4 Entertainment-Punkte, auch ein absoluter Banger. Das wäre, also ich weiß nicht, warum die beiden Teams sich so dachten, komm, wir hauen jetzt einfach mal so richtig, richtig geile Sachen raus. Und Bedro und Grant sind dann einfach in jeder Kategorie, wo Linguine Granato schon gut sind, nochmal, bam, nochmal so ein Stück besser. Deswegen, ja. Bonuspunkt, da ist 4:4 gegeben, ich konnte mich hier einfach nicht entscheiden. Ich habe bei Bedro und Grant gegeben für die Hook, für den Style, für den besten Stream-Zusammenschluss. Tut mir leid, Linguine Granato, aber ihr wisst, ne, also ich, ne, ihr wisst. Und einfach diese Synergy, einfach diese Energy und das Entertain so gut. Und das hat mich so gecatcht. Wunderbar, einfach richtig, richtig geile Runde. Linguini, Granato kriegen 4 Punkte. Sie sind super lustig unterwegs. Dieser Beat ist so, so krank gut. Sie sind darauf so krank gut, haben einfach einen richtigen Banger gemacht. Also ich hätte nicht gedacht von Linguini, Granato nach der Zusammenschlussrunde, dass da sowas Geiles kommt. Und den 4. Punkt kriegen sie aufs Haus. Weil insgesamt sind wir hier beim 37:23 für Bedro und Rante. Ne? GG daran. Die Paarungen erscheinen dann morgen. Ich werde das hier jetzt heute hochladen und mich dann hier noch den wichtigeren Dingen widmen. Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber tatsächlich mein Rap-Turnier ist nicht die oberste Priorität in meinem Leben. Tut mir leid, falls das jemand von euch so geht. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, aber Und ja, freue mich auf die Paarungen morgen mit den Analysen. Wir gucken dann, ob wir das jetzt als eigenes Turnier machen oder wie wir das machen. So oder so, haut da rein, schönen Sonntag euch. Tschüss.